Meine erste Reaktion auf dieses Waschbecken war so, oh, nee, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel davon jetzt Design ist und wie viel davon einfach Abnutzung ist. Ein paar Stellen sehen aus, als müsste man da einfach mal drüber wischen. Und andere Stellen sehen aus wie, so altmodische Design. Ach so oder so bin ich absolut kein Fan von dem Waschbecken. Es macht einfach einen viel zu chaotischen Eindruck. Der Waschbeckenbereich generell ist auch einfach super verwirrend. Man hat einmal diesen Spiegel mit dem Holzdesign, daneben dieser silberne Papierspender und dann direkt daneben dieser grelle weiße Seifenspender. Auf der anderen Seite aber dann nochmal so ein silberner Seifenspender. Es ist einfach alles super chaotisch. Die Mülleimer-Situation mit diesem Loch ist ja vom Grundprinzip genau meine Welt, aber dieser ganze Effekt wird natürlich zerstört, wenn man dann darunter diesen grellen weißen Mülleimer sieht. Dann gibt es hier dieses einsame kleine Pissoir, bei dem mir so die Frage gekommen ist, ist das gesetzlich vorgeschrieben, dass in einer Männertoilette ein Pissoir sein muss? Weil wenn es nach mir geht, hätte ich lieber kein Pissoir gehabt, anstatt ein Pissoir, welches direkt neben dem Waschbecken ist. Kennt ihr das, wenn ein berühmter Schauspieler oder ein Sänger oder so einen Gastauftritt in einer Sitcom hat? Kennt ihr ihn wieder? Das ist genau der Duftversprüher, der auch bei Sissi und Franz steht. Aber okay, kommen wir zur Kabine. Das Design von den Wänden ist top gewählt. Die Klospülung sieht bis zu einem gewissen Grad edel aus, auch wenn es so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen trashig. So, es ist so ein bisschen an der Grenze zu trashig. Bin absolut kein Fan von der Klobürste. Der Klopapierspender ist auch absolut nicht meine Welt. Aber es gibt eine Pflanze. Die Kabine ist schön groß. Es gibt viele Ablagemöglichkeiten. Mit der Kabine bin ich insgesamt sehr happy. Kommen wir zu dieser sehr schwierigen Bewertung. Die Kabine ist zwar sehr schön, sie hat aber auch, wie erwähnt, ihre kleinen Makel. Und mit diesem Waschbeckenbereich, der einfach viel zu chaotisch ist, ist das für mich eine 6,4 von 10. Danke fürs Zuschauen. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.